Magen. Ich habe einen ziemlichen Kloß im Hals. Warum auch immer. Also nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit räusper. Da. Ich habe keine Ahnung, wie ich den loswerde. Der ist sehr hart, der geht seit einiger Zeit. Ja, ich sitze hier auf dem Bett und möchte jetzt ein bisschen was lesen. Falsch, ich kann ja nichts lesen. Ich muss den Rübenpreis gucken. Ich will schon die ganze Zeit lesen. Und jedes Mal denke ich, nein, ich muss erst das machen. Ich muss erst das machen. Und dann ist es wieder 16:30 oder 16:20 oder was auch immer, oder 16 Uhr oder was auch immer, wie auch immer, ne? Und dann beginnt das Abenteuerspielbuch, wofür ich auch noch was vorbereiten muss. Ich habe schon geguckt, ich muss was vorbereiten. Ich war mir nicht sicher, ob oder ob nicht, aber ja, ich muss was vorbereiten. Von daher, wird es halt ein bisschen stressig, aber ich freue mich auf morgen. Morgen ist Gammelsonntag, das heißt, ich gehe nicht zum Postfach. Ich weiß auch nicht, ob ich mir eine Runde morgen mache, weil morgen ist Gammelsonntag. Einfach mal gammeln. Rechner aus, alles aus und ich gammel vor mich hin. Vielleicht noch ein Video drehen, das muss ich mal gucken. Wir nehmen ja die Zeit dafür. Das sind ja auch nur kurze Sachen. Ich muss sie eben verkratzen. Aber ja, ansonsten halt wirklich nur gammeln. Und ich habe gestern noch in dem Büchlein bis Seite 102 gelesen. Ich wollte bis Seite 100 lesen und dann ins Bett fallen quasi. Ich habe gemacht, ich habe mich vorher fertig gemacht und dann den Rest bis zu Seite 102 gelesen. Und dann bin ich schlafen gegangen. Dann bin ich hochgeschreckt und dann sage ich, ich bin wach. Ja. Genau. So sieht's aus. So, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Für den Rübenpreis erstmal. Ich würde ja heute auch vielleicht mal wieder die Switch an den Fernseher anschließen. Na klar, das mache ich auch morgen, weil heute. Das wird nichts. Teesammeldurch. Mein Trinkensammeldurch besteht darum. Der Tee ist schon fast leer. Auch im Schlaf geht auch schon langsam leerer. Und ja. Stressig gerade. Ich dachte, heute wäre nicht so stressig, aber es ist gerade ein bisschen stressig. Egal. Rübenpreis gucken, ein bisschen lesen und dann gucken, was hat Priorität, was muss ich zuerst machen und dann geht's los. Ein Kringel Körter, ein Kringel Mia. Okay. So, ich habe jetzt alles, ich hoffe alles, ich habe ja nichts vergessen, für das Abenteuerspielbuch, egal welches, vorbereitet. Und ich hoffe wirklich, ich habe nichts vergessen. Ja, alles ist wie gesagt vorbereitet. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ich freue mich sehr. Und ja, das wird bestimmt lustig werden, wenn ich mich zu sehr versabbel mit meinem Vorlesen. Das ist so die größte Schwierigkeit dabei, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie lange das gehen wird. Je nachdem, wie schnell wir irgendwo getötet werden oder in Sackgasse geraten oder sowas. Weil wir da von vorne anfangen müsste. Ja, vielleicht kann man das ja öfter mal machen. Gucken wir mal. Ja. Mal sehen. Und ich meine, es gibt ja noch mehr solche Sachen, ne? Das ist ja. Ich habe halt erstmal 4 raus. Ich hätte sogar noch mehr, aber ich glaube 2 oder 3 mehr hätte ich sogar noch. Aber ich habe erstmal 4 genommen. Reicht erstmal. Ja, man muss ja auch immer was vorbereiten. Ist ja nicht so, dass das alles so Larifari ist. Man könnte sogar ein gesamtes Rollenspiel damit machen, im Prinzip. Also, es ist ja im Prinzip sowas schon. Ja, ich lieb's und ich bin so gespannt. Genau, jetzt wird wieder ein bisschen gelesen. Ich habe vorhin 2 Kapitel gelesen, das waren etwas über 10 Seiten insgesamt. Und dann geht's hier weiter. Jetzt kommt die Sonne raus. Wow! Die ganze Zeit ist grau und grau und grau und grau. Und dann wieder seine Tasche vergessen mit Essen. Er ist nämlich wieder im Lager, logischerweise. Ja, und jedes Mal, dass ich was Essen in die Tasche packt, vergisst sie. Oh Mann, ey, dieser Kerl, ehrlich. Ja, genau. Und sonst ist erstmal nichts weiter passiert. Aber ich bin zumindest gerüstet für nachher. Spannend. Nilui. Langsam bin ich richtig sauer. Richtig sauer. Nicht nur, dass bei Talia und Co. mein E-Book immer noch für 0 Euro angeboten wird, worum sie sich ja kümmern wollten. Jetzt ist es plötzlich auch bei Amazon für 0 Euro. Seit ein paar Minuten, weiß ich nicht. Da ist mal aktualisiert, hat, da war es noch nicht. Jetzt schon. Ich drehe hier gleich am Rad, wirklich. Ich meine, was soll denn das bitte? Man storniert es rechtzeitig. Ich habe auch gerade gefragt, ob ich eine Entschädigung kriege oder ob ich auch Pech gehabt habe, weil ich zu blöd war, überhaupt eine Presse einzustellen, um sie auch wieder rechtzeitig zu stornieren.
Um dann zu sagen, oh, so, nö, einmal eingestellt, kann man nicht mehr stornieren. Eigentlich kann man das, aber anscheinend nicht. Ich weiß, dass ich es nie, nie, nie wieder machen werde. Nie wieder gibt es eine Preisaktion. Nie, nie wieder. Weil was soll denn das bitte? Es ist alles rechtlich bemittelt worden und Amazon macht jetzt eine Preisaktion rein. Jetzt? Heute? Warum? Für heute war das nie geplant gewesen. Ich fasse es einfach nicht. Und ich meine, gerade bei Taille und Co., ich habe heute gesehen, da sind einige verkauft, also über dieses Tolino-Gedingse. Und überall natürlich für 0 Euro. Wow! Vielen Dank dafür. Das ist doch echt eine Sauerei. Ich meine, gut, wie gesagt, einerseits bin ich selber schuld, weil ich diese Presse schon reingestellt habe. Aber ich habe es rechtzeitig storniert. Das wurde rechtzeitig an die Hände mit eine Woche vorher. Es sollte eigentlich kein Problem sein. Innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Tagen oder so ist es eigentlich normalerweise umgeswitcht. Aber das ist echt eine Sauerei. Also ich bin richtig sauer. Aber sowas von. Ich verdiene so schon so gut wie nichts an meinen Büchern, ja. Hab mir dann gedacht, so, nee, ehrlich, das ist Quatsch, wenn ich das für 0 Euro anbiete. Dann verdiene ich ja noch weniger. Weil gerade am Anfang werden die Bücher gekauft. Deswegen habe ich geschworen, keine Preisaktion mehr zu machen. Ich wusste nicht, dass das dann so schief läuft, dass es dann trotzdem noch drin ist und dass Amazon es auch noch mitzieht. Also ganz ehrlich, oh, ich habe dir heute schon 2 Mal eine E-Mail geschrieben, weil ich keine Reaktion von dem bekommen habe. Und jetzt nochmal, weil eben Amazon auch auf 0 Euro steht. Ich finde es so frech. Ich hoffe, dass die das irgendwie entschädigen, weil es lag ja nicht an mir. Es ist nicht meine Schuld, dass dieses Buch jetzt überall für 0 Euro angeboten wird. Wenn ihr also das Buch haben wollt, schlagt jetzt zu. Yay, es ist überall für umsonst erhältlich. Ich freue mich sehr. Sollte es nie sein, aber es ist in Ordnung. Schnappt euch das Buch, die Kurzgeschichte, für 0 Euro. Weil, ist ja überall so. Boah. Richtig angefressen bin ich jetzt. Richtig angefressen. Wie gesagt, es ist mir eine Lehre, dass ich es nie wieder irgendwie mache. Nie wieder überlege, ob ich eine mache. Es gibt nie wieder eine Präsentation. Weil ich habe ja nicht in einem einzigen Buch irgendwann mal Plus gemacht bisher. Von daher muss ich ja auch gucken, wo ich ein bisschen Geld herkriege für die ganze Arbeit. Es regt mich gerade richtig, richtig auf. Ganz ehrlich. Und die Preisaktion sollte ursprünglich vom 15. bis zum 17. laufen. Amazon fängt jetzt mit der Preisaktion an. Quasi am letzten Tag, wo sie sein sollte. Ich habe keine Ahnung, was jetzt da passiert. Wie lange das jetzt drin ist. Es nervt mich so sehr. Es nervt mich richtig, richtig doll. In der Druckerei gab es auch noch nichts, was irgendwie verschickt wurde. Brauchen die es mir extrem lange, habe ich das Gefühl. Letztes Mal war es irgendwie kürzer, trotz Feiertage. Ich verstehe das alles nicht. Gut, da war es nur ein Buch. Vielleicht liegt es daran. Jetzt sind es 30. Wow. Mann, ey. Ich hoffe echt, dass die nächsten Veröffentlichungen nicht mehr so ein Chaos werden. Weil langsam reicht's. Da hat man echt keine Lust mehr, irgendwas zu veröffentlichen, weil nur noch alles schief läuft. Gefühlt. Ja, würde ich nochmal meinen Senf loslassen. Loslassen. So, wie man sieht, habe ich nicht mehr geduscht mit Haare waschen und Co. Ich habe... Was habe ich noch gemacht? Ich habe den Flur schon geputzelt für heute. Und weil ich es ja am Donnerstag nicht gemacht habe, die Badroutine, weil ich ja nicht duschen war, manchmal nicht dusche, habe ich es heute gleich mitgemacht. Und die gründliche Badroutine gemacht. Damit habe ich es morgen nicht mehr zu tun. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Schreibtisch, den ich ja eigentlich auch samstags machen wollte. Aber da ich jetzt das Bad gemacht habe, bin ich heute auch gut gespart. Und mache es hoffentlich morgen, das sind die Rechner auch aus, alle, kann ich da in Ruhe rumwerkeln. Ich muss das Bad dafür nicht mehr machen morgen. Da habe ich jetzt nichts Neues dazu genommen, weil ich habe im hinteren Flur schon was Neues dazu genommen. Und habe ja auch, wie gesagt, mehr gemacht, eigentlich, als ich heute machen müsste. Ja. Und daher gibt es da nächste Woche wieder was Neues weiter. Ich war kurz davor, es zu machen. Ich habe immer hin und her überlegt, mache ich es, mache ich es nicht, was mache ich dazu. Und habe ich dann doch dagegen entschieden, weil es schlaucht doch schon ein bisschen. Aber ist okay. Wie gesagt, morgen den Schreibtisch, hoffentlich. Das wäre gut, dass die aber vorangeht, weil hier ist ja noch nicht wirklich was gemacht worden.
Weil Mittwochs ging es ja nicht und Samstag ging es letzte Woche auch nicht. Jetzt diesen Samstag ist auch schon wieder, das hoffe ich dann auf morgen. Das ist so mein Problemzimmerchen noch. Ja, aber gut. Trotzdem geht's voran. Wie gesagt, dass ich gestern Abend noch um 22 Uhr den vorderen Flur gemacht habe. Eben. Ich bin endlich wieder so müde, Mama zu machen. Ja, ja. So weit ist es schon gekommen. Habe ich mich dann aufgerappelt und das gemacht. Das ist schon viel wert. Wenn man selber dann nicht schlafen gehen kann, wenn das nicht gemacht ist, das ist schon gut. Das ist dann schon im Kopf ein bisschen angekommen. Ja, es geht voran. Langsam, stückchenweise, aber es geht voran. Ich weiß gar nicht, ob der Vlog schon hochgeladen ist. Muss ich gleich mal gucken. Muss das Thumbnail noch machen. Also die Screenshots habe ich schon gemacht, aber ich habe noch nicht das Thumbnail zusammengestellt. Das ist ja eine Sache von ein paar Minuten. Werde ich gleich noch machen. Und dann habe ich den Rest des Tages, also dass ich auch Haare föhnen muss, zum 2:30. Wir haben es jetzt 2:15, glaube ich. Ja. Und dass ich dann eben noch die Haare föhne und mehr mache ich nicht, außer den Stream nachher. Ansonsten wird halt nur gelesen. Und morgen ist Gammelsonntag. Ich weiß auch nicht, wie ich mein Epischen, sag ich mal, Runde vielleicht morgen nicht mache. Ich habe schon den nächsten Müll hingestellt. Ist gar nicht so viel. Es ist halt nur der Badmüll und im Schlafzimmer das dazu gepackt, weil es gar nicht so viel war. Es hat so ein kleines Tütchen, Mini-Tütchen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ein Pappmüll oder so. Vielleicht hier, was ich hier auch schon füllen wollte, was ich nicht gemacht habe. Weil es ja heute gar nicht ging. So, wir haben heute zwar einen Müll mitgenommen, aber nee, egal. Ja, mal gucken. Dann nehme ich den vielleicht noch mit. Genau. Ich bin ein bisschen müde. Mal wieder. Ja, man geht schon. Genau, Thumbnail machen, lesen, Haare föhnen, noch mehr lesen und streamen. Und dann wieder lesen. Das ist mein Plan für heute. Hier ist schon wieder was los. Du meine Güte, mein Stream ist zu Ende. Wir, oh Gott. Wir haben dieses Abenteuerspielbuch gespielt. Das ist bis jetzt das Schwächste, was ich überhaupt gespielt habe. Ich hatte es schon vorher ein paar Mal angefangen und es war halt so eher mein Flop. Ich habe halt gehofft, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, wenn man es mit mehreren spielt. Aber es war genauso floppig. Nächstes Mal ist dann eins von denen hier dran. Und ja, es wird ein nächstes Mal geben. Die Frage ist nur wann. Aber es war auf jeden Fall lustig und ich habe lange vorgelesen, was anstrengend war. Jetzt gucken, wie ich meine beiden Getränke hier durch die Gegend schleppen kann. Wahrscheinlich mache ich es einfach leer und bringe sie in die Küche. Gucken wir was Neues. Ich setze mich mal hin. Ach ja. Und dann komme ich hier aus dem Zimmer raus. Ich hatte die Tür zugemacht, so reingemacht, weil vorhin ein netter Geruch reingeströmt ist vom Katzenklo. Und komme raus und denke mir so, Musik? Dann hat die Alexa aus dem Wohnzimmer Musik gespielt. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Und dann hat auch angerufen, kurz nachdem der Stream zu Ende war. Timing nenne ich das. Und hat dann nochmal über Echo im Wohnzimmer angerufen. Von seiner Alexa im Lager. Ja, war auch lustig. Genau, und jetzt gehe ich Buch lesen. Die Sonne scheint hier gerade so wunderschön rein. Ja. Hoffe ich gehe jetzt Buch lesen. Ich habe vorhin noch, also insgesamt heute schon 50 Seiten gelesen. Mal gucken, wie viel ich noch schaffe. Wir haben es ja noch nicht so spät. Es ist gerade noch kurz nach 9. Nach 9? Kurz nach 7 wollte ich sagen. Nach 19 Uhr. 9, ihr wisst. Ja. Von daher habe ich noch einiges an Zeit. TKG ist auch schon zu Ende. Es kam kurz, nachdem der Stream anfing, kamen die dann schon wieder um die Ecke. Aber es war zum Glück kurz davor, wo ich einen Code rausfinden musste. Und nicht währenddessen. Das war einfach nur noch bis morgen. War schon mal gut. Gestern haben sie erst, ach, habe ich ja gesagt, was die 9:45 angepappelt haben. Ich weiß gar nicht, was mein Vloggy macht. Vorm Stream war es noch nicht hochgeladen. Ich gucke mal, was es jetzt sagt. Ob es inzwischen mal... es ist fertig. Das ist ja mal wunderbar. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Gut. Finde ich supi. Okay. Dann also jetzt ab sofort ein gemütliches Wochenende. Und ich freue mich drauf. Ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Nächste Woche wird stressig, weil die Buchmesse und so. Von daher, ja.
Entspannen. Guten Morgen zum verregelten Gammelsonntag. Es regnet wirklich, das heißt, ob ich Runde laufen würde oder nicht, wäre jetzt damit gegessen. Was leuchtet denn da auf der Wiese? Die Wiese ist irgendwas, was gelb leuchtet. Sehr komisch. Oder ist einfach nur irgendwas Gelbes, was da liegt? Sieht leuchtend aus. Ja, jedenfalls wurde ich heute schon viel geweckt, weil die Katzen Hunger hatten. Super. Und um kurz vor 7 kam Mia wieder angekuschelt. Mau, Kuschelstups. Und hat mich dann auch geweckt. Also Daniel war auch schon wach und sind wir aufgestanden. Um 7. Das irritiert mich. Ja. Von daher gerade gefrühstückt. Und ich habe schon wieder weitergelesen. Ich werde das Buch heute definitiv auch auslesen. Ich habe noch 50, 60 Seiten übrig. Und daher, ja, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Also, was heißt gespannt, wie es ausgeht. Flugblumen vom Baum ab, auch schön. Ja. Ist bis jetzt wirklich, also, was heißt bis jetzt, ist ein wirklich gutes Buch. Punkt. Ausschluss, wenn man so durchfliegt, ist es einfach mal ein geniales Buch. Ich schätze auch, dass ich heute mal eine Rezension auf Instagram machen werde zu dem Buch. Und ja. Oh, über YouTube komme ich ja gerade nicht so richtig hinterher. Da werden die Rezensionen auch nicht so geguckt. Von daher habe ich gedacht, mache ich es auf Instagram mal. So eine gute Bewertung, so eine richtig gute Bewertung. Und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich mal gucken, was das für ein komisches Ding ist. Mal reingezoomt und ein Foto gemacht und dann mal größer, also nochmal vergrößert. Ist natürlich immer nichts Leuchtendes. Es liegt einfach irgendwas da rum. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Komisch aus. Ich hätte irgendein Spielzeug verloren oder sowas. Kann sein. So. Ich gehe jetzt wieder, naja, nicht ins Wohnzimmer, ich hole aus dem Wohnzimmer nur mein Buch. Und dann mal gucken, ob ich mich hier hinsetze oder ins Schlafzimmer kriegen. Das sind aber die Katzen. Weil dann guckt wieder irgendeine Serie. Karneval. Frag mich. Und ich kann nicht lesen, wenn da irgendwas läuft. Dann gucke ich immer wieder dahin, das will ich nicht. Von daher werde ich wahrscheinlich hier hingehen müssen. Weil woanders alles besetzt ist. Mal schauen. Da habe ich noch ein bisschen Schreiben. Eigentlich wollte ich heute auch Videos drehen. Ich muss mal gucken, ob ich es heute hinbekomme. Wäre gut, wäre richtig gut, weil sonst habe ich wieder keine Zeit dafür und überhaupt keine Ahnung. Also, weil die nächste Woche ein bisschen entspannter wird, gehe ich mal von aus. Zumindest ist nichts, obwohl. Entspannter wird mit der Buchmesse, natürlich, ja klar, sicher. Nein. Oh, Hilfe. Habe ich ja ganz vergessen. Also ich muss es nachher noch drehen. Ich hätte schon überlegt, ob ich den ganzen Tag einfach schlafen im Zug rumhänge, was ich ja jetzt hier noch mache, ne, so schlafen zu gehen. Aber ich glaube, dann wohl nicht. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass die Seite immer noch nicht so weit fertig ist von der Buchmesse, dass man dann die Veranstaltung eintragen kann, die man machen will und so weiter und so fort. Oder noch nicht weiß, wie die Technik funktioniert. Man muss es nämlich auch einrichten, nicht einen Tag vorher. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen verschätzt mit der Planung. Ich meine, es ist ja schön, dass die das alles wissen, aber alle anderen müssen es auch wissen. Ich werde auch noch auf die Informationen, die zu dem Get-Together da zusammengekommen sind. Bis jetzt gibt es da auch noch nichts. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig, muss ich immer sagen. Und schade vor allem. Mal gucken, ich guck mal auf dem Discord gleich, auf dem Handy, ob da was ist. Informationen, wäre ja mal schön. Ja. Okay. Und jetzt erstmal eine Runde lesen. Ich will erst das Buch auslesen und dann das andere machen, weil, wie gesagt, ich habe nur noch 50, 60 Seiten. Und dann ist Schönchen, dann ist durch. Das heißt 50, 60 Seiten. Ist das denn so? Ja, irgendwie. Ich glaube schon. Ungefähr. Müsste das sein. Okay. So, mittlerweile scheint es ab und zu die Sonne. Für mich trotzdem immer noch Schlafanzug-Look. Ich habe mir den nicht angezogen, aber das Buch ausgelesen. Und ich werde jetzt, Sekunde, Platz schaffen, mich hinzusetzen. Geschenke einpacken für meinen Vater. Der hat morgen Geburtstag, ne? Und von daher, wir haben jetzt die Geschenke eingepackt. Zwei Bücher bekommt er, einmal aus zwei müsste das sein, ne? Dann das da. Er braucht für sein neues Tablet
Eine neue Hülle. Don't touch me. Ja, ja. Und Motorradhandschuhe, mit denen der Affen Handy auch rumtatschen kann. Genau. Das ist das, was ich gewünscht hat und das bekommt er auch. Genau. Gerade noch mal einen Kaffee gemacht, einmal einen Nachmittagskaffee, so Antikopfschmerzkaffee. Und ja, TKG endet ja heute, aber nicht einfach nur so. Ich muss noch einmal Rechner anmachen, weil das Finale findet um 18 Uhr auf Twitch statt. Wir brauchen Leute, viele Leute. Das geht 2 Stunden lang, also so angedacht. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das ist irre. Was? Wie genial ist das bitte? Hätte ich nicht erwartet. Dass es da wirklich ein Finale gibt, wo dann quasi alle, die wollen, mitgemacht haben, dabei sein können und noch mehr Rätsel lösen. Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. Ja, da muss ich nachher, wie gesagt, noch Rechner anmachen. Ausnahmsweise mal, weil besondere Maßnahmen, aber besondere Maßnahmen, wie heißt der Spruch? Ich weiß es nicht. Egal. Egal, egal, egal. So. Ja, jetzt werde ich erstmal meine Rezension schreiben und dann meinen Krimi weiterlesen, der eher ein Zwunder ist für mich. Das hier. Genau. Das wird gleich weitergelesen. Und nachher TKG den Rest des Falls gelöst. Ich bin gespannt, wie das aufziehen. Bin ich wirklich gespannt. Und ja, mal gucken. Ich werde berichten jedenfalls. Auf jeden Fall eine super, super geniale Idee bis jetzt. Und deshalb würde ich noch so ein Live-Event kommen zum Schluss. Genial. Einfach nur genial. Okay. So, ich bereite mich dann schon mal vor. Ne Märchen. In nicht mehr ganz einer halben Stunde ist es soweit. Das Live-Event. Ich habe schon Snacks. Trinken. Und mein Buch, bis es soweit ist. Ich habe ja schon fast 100 Seiten, also nicht heute gelesen, aber ich bin endlich mal auf knapp 100 Seiten. 100 Seiten will ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Und jetzt ist hier wieder alles zugegangen. Das ist, manchmal verstehe ich Apple nicht wirklich. Man fährt runter und sagt, man will es aufbehalten, was offen war. Und es klappt aber nicht. Hallo. Das sieht komisch. Manchmal geht's nicht. Oh, jetzt geht hier gar nichts. Naja. Wie dem auch sei. Ich lese erstmal ein bisschen weiter, bis wenn ich mich auf die Seite angemeldet habe. Also, angemeldet ist gut. Bis hier was machen kann, weil im Moment rödelt es nur. Brauche ich nicht zeigen, ist ja auch Quatsch. Gleich geht's los. Ich bin sehr gespannt. Oha. Spannung steigt. Ich muss ja mal sagen, manche in dem Chat bis jetzt ganz schön dropsig, ne? Ich höre nichts. Ich auch nicht. Bei mir ist auch kein Ton. Es ist der Countdown. Es ist noch, hat noch nicht angefangen. Da ist kein Ton. Ich habe auch keinen Ton. Ich glaube, das muss so. Ach nee. Leute, 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 Leute. Nicht mal so wirklich. Denken. Denken ist im Kopf. So. Was? Du musst mir hier helfen. Ach ja. Sehr gut. So. Daniel wollte mich auch bei dem Gewinnspiel mitmachen. Was es noch zu TKG gibt. Ich sitze nicht mehr da unten. Oi, oi. Und ich muss schon wieder gehen. Natürlich muss ich gehen.
Aber das war ja mal, der Livestream war ja mal richtig genial. Ging nicht so lange, wie ich dachte. Bis 20 Uhr oder so war es nicht. Aber das war richtig gut. Da waren die Originalsprecher von Tim und Karl. Und wir mussten im Chat und überhaupt Rätsel lösen. Das ging mir aber alles viel zu schnell. Wir waren alle viel schneller als ich da irgendwie gewesen. Aber ist okay. Das war so gut gemacht. Und wie gesagt, dass eben zwei von den Sprechern wirklich dann da waren, das war top. Das war so das Highlight des Ganzen. Weil hat man ja auch sonst nicht, ne? Ja, fand ich gut. Und wie gesagt, es gibt noch ein Gewinnspiel zum Schluss. Und ja, ich werde mir das Hörspiel auf jeden Fall nochmal in komplett anhören. Man hat es ja immer nur stückchenweise bekommen. Ich müsste es nochmal im Kompletten anhören. Auch gucken, welche Informationen gibt es im Hörspiel eigentlich nicht. Oder welche Sachen nicht vielleicht. War auf jeden Fall gut. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Muss ich ja mal sagen. Muss ich ja mal wirklich sagen. Was anderes. So. Und danach habe ich noch ewig lange telefoniert. Deswegen ist jetzt auch schon duster draußen. Und deswegen gehe ich jetzt auch schlafen. Der Tag ist zu Ende. Und ja. Vorbei ist das Wochenende. Ich werde jetzt noch weiterlesen. Was bimmelt denn da schon wieder so? Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Ah. Was? Ja, kann ich es nicht erklären. War gerade lustig. Genau. So. Haben wir noch was zu erzählen? Nö. Also wie gesagt, das Wochenende ist zu Ende und von daher gehe ich jetzt mich schon mal einigermaßen im Bett fertig machen. Muss ich gar nicht. Ich will noch Kakao trinken. Ich habe die letzten beiden Tage keinen Kakao trinken. Das möchte ich heute auf jeden Fall noch machen. Und dann ist auch schon schlafen geht Zeit. Und dann will erst morgen um 8 geweckt werden. Um 8? Viel zu spät. Viel zu spät. Da habe ich ja schon 2 Stunden gearbeitet. Gut. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in die Woche. Ich weiß, wie lang das Video ist. Ich weiß, wie lange es wieder hochlädt. Ich habe natürlich heute keine Videos gedreht. Es war einfach absoluter Mega-Gammeltag. Ich hoffe, ich komme dann morgen dazu. Ich muss 2 Videos drehen. Ja. Besser sogar 3. Aber das dritte ist nicht so schlimm, wenn ich es übernächste Woche drehe. Aber 2 Videos würde ich schon gerne noch drehen wollen. Ja. Irgendwie ist gerade alles ein bisschen komisch. Cool.